Ja, hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Minecraft Dorf. Wir haben in der letzten Folge die Folge 100 gehabt, wo wir letztendlich den Dschungel gefunden zum Netherportal. Wir haben den Dschungel gefunden, haben Netherportal gebaut, den Weg hierhin gefunden und so weiter und so fort. Das werden wir natürlich auch verbinden, aber nicht heute, sondern wir haben was anderes vor. Wir haben ja, wie ihr seht, Kakaobohnen gefunden und da ist ja wohl logischerweise klar, dass ich eine Kakaoform jetzt Kakaofarm machen werde. Ja, es ist jetzt mittlerweile fast eine Woche vergangen, muss ich sagen, seitdem ich diese Folge aufgenommen, also Folge 100. Also ihr merkt schon, wie weit ich vorproduziert habe, schon sehr weit. Und das fand ich eigentlich ganz cool, so mal ein bisschen vorzuproduzieren, dass ich mal mich mal auf die Schule mich mal mehr konzentrieren konnte, dass dann auch, natürlich war auch der Royal Rumble auch da, also der WWE Pay-Per-View, wo ich auch ein bisschen was gemacht habe und so weiter, da waren jetzt nicht so viel Zeit da. Und von daher hat es mal ein bisschen gepasst, mal ein bisschen Ruhe zu machen. Ich bin auch ein paar Mal noch auf den Server gejoint, natürlich wieder mal, wie man es natürlich kennt, um mir ein paar Ideen zu schaffen, wie man das auch von mir kennt. Also, dass ich ab und zu mal einfach mal, das sage ich ja öfters, man kann ja immer joinen, wann man will. Also, der Server ist ja eigentlich die ganze Zeit offen. Und, jo. Da fliege ich mal aus dem Server, das ist ja auch mal sehr, sehr nice. Muss man nachher mal gucken, was da los ist, weil das ist eigentlich nicht normal. Aber naja, wen juckt das schon? Das bin ja nur ich gewesen, der rausgeflogen ist, würde jetzt Patrick wahrscheinlich sagen. Hallo Patrick, schöne Grüße an dich. Wie geht's dir? Super, mir geht's auch gut. So. Gutes Gespräch. So, ich mache jetzt gerade meine Axt mir. Nachdem wir unseren Folge 100 verloren haben. Ach ja, Folge 100. Ach ja, der Creeper. Ja gut, die Anpflanzerei hat nicht so ganz funktioniert. Ich kann auch sagen, warum. Wegen der Lava. Da hat es wohl nicht ganz funktioniert. Und wir werden hier ungefähr die Kakaofarm machen. Werden dann natürlich auch ein bisschen abtragen. Und wieder ein bisschen hier. Der Bereich ist ein bisschen unnötig. Und ja, genau. Werde ich die Kakaofarm quasi hier machen. Was, denke ich mal, ein sehr, sehr neues Feature sein wird, was Neues. Dann haben wir quasi alle Farmen, die es in Minecraft Dorf oder die es in Minecraft generell gibt, hier im Dorf drin. Was ja auch ganz cool wäre. Ich habe natürlich wieder, dadurch, dass ich halt öfters einen Server joine, wenn ich eine Idee habe, gucke, ob ich das auch so realistisch umsetzen kann, habe ich natürlich wieder ein bisschen mehr Input, weil ich eigentlich ganz viel auf Folge 100 aufgebaut habe, also viele Sachen haben sich auf diese Folge aufgebaut, wie zum Beispiel die ganzen Speedränge, die ich gemacht habe. Die kann ich jetzt für andere Zwecke nutzen, dass zum Beispiel ich und Patrick mal wieder zum Portal zurückkehren und darin nochmal schnell rüberrennen und so weiter. Das geht alles. Also das ist nicht komplett umsonst. Natürlich war es viel zu viel, was ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, aber das kann man ja nicht wissen, weil ich wusste zwar die Koordinaten, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass ich das ja schon wusste, aber das Ding ist einfach, ich wusste nicht, wie lange es dauert, ob das jetzt zum Beispiel, ich wusste zum Beispiel zwar, es war ein kleiner Ozeanteil, im Nachhinein war es ja ein riesiger Teil, dass die Boote mir natürlich am Ende geholfen haben, stell dir vor, ich wäre jetzt da rumgeschwommen, ohne Boot, das wäre natürlich, ja, das wäre glaube ich sogar noch deutlich länger gewesen, also ich habe ja mit fast 2 Stunden gerechnet, im Nachhinein sind das 15 Minuten, selbst die 50 Minuten sind sehr, sehr lange, ich habe natürlich auch wieder ein bisschen Arbeit da reingesetzt, also jetzt nicht so reingeklatscht, dass kennt er ja von mir, mittlerweile, dass ich schon Arbeit reinstecke. Gerade in Minecraft Dorf, wenn ich überlege, dass Minecraft Dorf eigentlich am meisten Arbeit reinsteckt, aber die WWE-Videos mehr Klicks kriegen, naja, gut, das ist halt so, nein, Spaß. Na gut, ich kann es ja verstehen, sind ja mehr durch mich auf Wrestling gekommen als mit Minecraft, das kann man natürlich nachvollziehen und natürlich habe ich auch in Wrestling mehr Leidenschaft als bei Minecraft. Das stimmt schon. Das kann man nachvollziehen. Ich verzeihe euch das. Warum ich das auch immer sage, aber ja gut. So, dann pflanzen wir mal alles hier an. So, bauen ist ja an. Anpflanzen tue ich ja nichts. Ja, machen wir hier auch mal ein kleines bisschen Feintuning quasi. So dass man hier die Erde oder dass man den Stein nicht mehr. Nee, das wollte ich nicht machen. Ich mixe meinen Backpack rein. So, und dann sammeln wir hier den Kobbel mal ein bisschen ein. Decken das mal mit Erde zu. So, sieht auch ein bisschen schöner aus hier. Nein.
Ich weiß, dass ich ein bisschen Erde wieder abbauen werde. Das bin ich mir zu 100% nicht sicher. Und ja, jetzt machen wir hier die Kakaofarm. Und ja, wir bringen ein paar Saplings natürlich wieder zurück. Das ist auch ganz klar. Jetzt überlege ich kurz, wie ich das angehe. So, machen wir hier so grob den Eingang. Ich weiß nicht, wie groß ich das machen werde. Machen wir mal die Größe. Vielleicht erhöhe ich das nochmal. So, jetzt muss man gucken, wie ich das mache. Ich brauche ein bisschen Tropenholz. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Erstmal, ich mache jetzt mal grob eine Größe. Ich habe jetzt keine Größe mehr ausgedacht. So, zack. 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 Nee, das ist zu klein. Nee, das ist viel zu klein. Also der Abstand ist viel zu gering. So. Ja, soll ich noch ein bisschen belegen? Ja, ich leg nochmal ein bisschen mehr. Dann haben wir hier... Ja, haben wir vier Bereiche, das passt. Machen wir es so. So, mit der Schaufel geht es ja relativ schnell. Ist das eine Eisen oder Dia? Eisen. Ne, Dia. Dia. Dia, 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 Dia. So, natürlich nervt der Regen ein bisschen, deswegen gehe ich jetzt mal auch mal pennen. Mal sehen, ob das bewirkt. So, dann trete ich einfach irgendwie Blumen eiskalt. Ne, ich kann nur nachts schlafen. Schade. Ist noch nicht Nacht. Naja gut, dann gehe ich weiter an die Arbeit. So. So, sehr schön. So, dann würde ich theoretisch hier eins aufstellen. So, und dann bauen wir das alles mal ab. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall hat mir die Folge 100 sehr viel Spaß gemacht. Das Video habe ich ja, also wenn ihr es seht, ist es ja schon oben. Und das hat schon seine Zeit gekostet. Kann man so sagen, was ich natürlich gerne gemacht habe. Das ist natürlich ganz klar. Also wenn ich das jetzt ungern gemacht hätte, dann würde ich so ein Video nicht machen. Das ist auch logisch. Genau. Das denke ich mal ist klar. So, machen wir es mal so ungefähr. Bisschen grob erstmal. Machen wir nochmal hier eine Fläche weg. Aber ich will nicht allzu viel wegnehmen wegen Patrick. Weil das ja auch irgendwo ja sein Gebiet ist. So. Machen wir einfach mal so. So, machen wir es so. Mache ich hier noch ein bisschen weg. So, es müsste eigentlich so gehen. So. Dann machen wir hier so. Würde ich mal sagen, machen wir hier mal so einen Zweierbereich. So. Dann wird hier die Mitte sein. Machen wir hier den Eingang quasi. So. Und dann machen wir natürlich hier noch eine Fläche. Und zack. Ne, das sollte nicht so hoch sein. Stimmt. Ja, ich muss das noch ein bisschen ändern. Das weiß ich auch. Merke ich auch gerade. Warte mal, wie sieht Tropenholz aus? Ah, okay. Ah, dann sieht das aus wie das klassische Eichenholz. Sehr schön. Nee. Das ist falsch. So, und zack, 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 zack. Theoretisch gesehen, ah ne, machen wir gleich. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich theoretisch schon anbauen könnte. Das mache ich gleich. So, das hat ja eigentlich so ziemlich gepasst. Von der Menge her. Kann man sagen, wir haben auch eine Menge. Das ist auch noch gut. So, wir essen nochmal gerade schnell. Ah, jetzt ist es Nacht. Jetzt ist Nacht. Da können wir auch gerade mal pennen gehen. Können wir bei uns mal pennen gehen. Das wollen die anderen ja bestimmt nicht, dass ich halt bei denen immer penne. Rennen wir mal ganz kurz zu uns nach Hause. Dann passt das schon wieder. So. Gute Nacht, Leute. Oh, ich wollte schreiben, schlaf gut, aber na gut. Das wollten die anscheinend nicht. So, erstmal ein bisschen Fleisch. Da verbrennt ein Skelett. Was Schöneres gibt es nicht. Und man sieht schon hier ein kleines Ding am Bauen hier.
Stimmt, die Zäune brauchen wir auch noch, ne? Die müssen wir auch noch machen, ja genau. So, an sich würde ich dann das alles einen höher bauen. Und dann würde ich eher so bauen. So hatte ich das ungefähr vor. Oder soll ich es eher so bauen? Ich überlege gerade. Doch, ich brauch's mit. Doch, ich brauch's mit. Moment. So, das müsste so gehen. Dann bauen wir es nochmal ab. Hier. So, ich gehe. Ich gehe. So, passt. So, nein. So, die Schaufel brauchen wir eigentlich nicht mehr. So. Gut. Dann füllen wir das mir gerade hier aus. Natürlich sieht das bei mir aus wie Tropenholz. Werde ich wahrscheinlich auch die Textur ändern. Das ist mir erst später aufgefallen, weil ich halt nie wirklich mit Tropenholz gearbeitet habe. Deshalb werde ich wahrscheinlich die Textur auch dementsprechend auch ändern. Aber das passt irgendwie sehr, sehr gut eigentlich in unser Dorf hinein. Deshalb packe ich das auch mit hier hinein quasi. Kann man so sagen. So. Sieht aus wie so ein neues Haus vielleicht. So ein neues Ofenhaus, neues Tropenhaus oder so. Ist eine Art. Das könnte eventuell sein. Können auch die anderen bestimmt so denken. Sollen sie auch. Ist ja auch nicht verkehrtes, kann man ja sagen. Ist ja nichts Verwerfliches. Eigentlich ja schon, aber. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Na gut, das habe ich doch gesagt. Ja, ist halt so, ne? Ja, genau, ist halt so. Wie wollen wir einfach so, ist halt so. Einfach so begründen, dann passt das. So, dann bauen wir es hier wieder an. Sieht sehr schön aus. Die letzten Feinheiten werden hier fabriziert. So, dann kann ich ja quasi schon mal den Kakao hier anbauen. So, genau. Weil das ist fest, das bleibt ja so. Und dann kriegen wir vielleicht in der Zeit neue. Weil das müssen wir natürlich auf alle hier übertragen. Das wird natürlich eine Weile dauern, bis wir es wirklich auf alle übertragen. Also, und damit wir halt davon auch viel profitieren. So. So, dann hier nochmal. Nein, das war falsch. Nein. So, dann nochmal hier abbauen. So, dann nochmal hier abbauen. Perfekt, da kann man hier ein schönes Jump'n'Run machen. Und dann sogar noch vorsichtig runterfallen. Oh, da kennen wir schon die ersten. Sehr schön. Gefällt mir doch. So gefällt mir das. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch ganz schnell Kies holen. Und natürlich eine Treppe machen. Das müssen wir auch noch machen. Das ist ja wohl, das darf man nicht vergessen. Das darf man hier nicht vergessen. So, natürlich der Kies ist hier. 19 wird dicke reichen, denke ich mal. Und den Rest machen wir es dickes. Oder haben wir hier noch Treppen? Ja, hol mal ein Eichenholz. Treppe. Das geht. Das geht. Obwohl, warte mal. Nee, wir haben ja immer. Nee.
Nee. Wir haben ja überall das da geholt, dann werde ich das. Da will ich die Tradition ein bisschen weiterführen. Ein bisschen Tradition muss ja auch dabei sein. Ich bin ja ein Typ, der Tradition hat. Manche würden sagen nein, manche würden sagen ja, man weiß es nicht. So, damit hätten wir das auch beantwortet. Das sieht schon von hier aus, sieht es gar nicht so schlecht aus, finde ich persönlich. Aber darüber müssen andere urteilen, nicht ich. Moment. Erstmal. Ja, da kann man jetzt komplett Holz machen. So. Gut. Dann machen wir hier draus Zäune. Und dann machen wir hier draus nochmal ein paar Sticks. Und hier raus machen wir nochmal. Jo. Nochmal 42 Zäune. Ich glaube, ich hatte sogar Zäune im. Naja, gut. So, und das wird auf keinen Fall reichen. Das sehe ich jetzt schon. So, und. Habe ich nicht wirklich zu Hause noch was? Ich mache jetzt schon mal den Weg hier, dann können wir den Kies auch wegtragen. So. Come on. Come on. Come on. Come on. Ja. So, nee, nicht Bruchstein, sondern Kies. Oh, sag mir bitte nicht, dass. Ah, es reicht. Sehr schön. Das reicht. So, sieht auch schön aus. Kleiner Aufstieg hier, dann machen wir hier noch. Komm. Machen wir eine kleine perfektionistische Treppe. So. Genau. Gehen wir mal nach Hause, gucken, ob wir wirklich noch Zäune haben. Ansonsten gehen wir nochmal Birkenholz farmen. Ah, das denke ich, machen wir noch in der Zeit. Das reicht noch dicke. Und dann würde ich mal sagen, beende ich auch diese Folge für heute. Aber bitte, hoffentlich habe ich noch Birkenholz. Zäune. Ja, natürlich habe ich noch welche. Das dachte ich mir schon ein bisschen. Und wir können noch einen Zauntor machen. Das sehe ich auch gerade. Soweit ich das noch weiß. Jo, ein Zauntor. Okay. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Glaube ich immer noch nicht. Ja. So. Sehr schön. Also, es hat sich schon ein bisschen gelohnt, wenn man überlegt, was wir aus Folge 100 so mitgeholt haben. Ja, es freut mich. Ja, das ist der Theme von meinem Lieblingswrestler, dem Undertaker. Wer hat's von Anfang an erkannt? Ich denke mal jeder. Also, natürlich die Wrestling-Fans natürlich unter euch, also die Minecraft-Dorf-Guys, glaube ich eher weniger, dass sie es erkannt haben. Also von Anfang an auf jeden Fall nicht. Wenn nicht, dann lügt ihr. Nee, Spaß, wenn ihr es natürlich. Okay, denke ich mal, Undertaker ist ja so ein großer Name, wenn er den Theme von AJ Styles kennt, der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht draußen ist. Also, den kennt man zwar, der von CFO geschrieben wurde. Phenomenal oder sowas in der Art. Und ja. So. Och, Kies, ey. Ja, schon auch ein bisschen Kies mit, damit wir den Weg komplett fertig machen. Vielleicht mache ich noch ein Schild, dann nehme ich es auch noch mit. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das fertig. Dann sortiere ich nochmal schnell und dann würde ich mal sagen, diese Folge für heute beenden wir anstelle. Oder beenden wir auch gut. Und ja, genau. Machen wir noch ein paar schöne Schilder. Das machen wir auch nicht immer. Und ja. Kann man perfekt das Tropenholz verwenden. Also dafür hat sich doch das Tropenholz auch gelohnt hier. Um es einfach zu verschwenden. Um es einfach zu verschwenden. So.
So, Voltokines Gebiet. Nee. Nee, Gebiet. Voltokind plus Kakaofarm. Oder warte, wir machen es anders. Da wir. So. Unterwasserhaus plus Kakaofarm. So. Genau. Machen wir da ein Schild hin. Wird das mal so klappen. So, und dann hier noch. Farm Kakao. So. Soll ich hier jetzt noch? Ah ja, genau, den Weg noch ein bisschen perfektionieren. So. Dann sieht das so aus, als wäre das hier so mit integriert quasi. So. So. Habe ich mit der Axt zugeschlagen. Hier. So. Warum ist immer der Teil mal fertig? Also. Das ist total merkwürdig. So habe ich ja gesagt, ein bisschen hier. Ich bin ja ein perfektionistischer Mensch, von daher mache ich es auch mal. So Leute, dann, ja, war komisch die letzten Minuten, die habe ich dann auch jetzt verschnellert. Deshalb, keine Sorge, wird nicht so lange dauern. Bis nächste Leute, haut rein und ciao.